Wie viele Bilder pro Sekunde kann das menschliche Auge eigentlich maximal sehen? Danke an Blox01 für die Frage, machen wir uns dran. Damit wir denken, dass wir eine flüssige Bewegung sehen, reichen schon 24 bzw. 25 Bilder pro Sekunde aus. Aber warum ist das so? Das erklärt euch jetzt Charlie Schwarz. 25 Bilder pro Sekunde alleine reichen nicht, dem Hirn eine flüssige Bewegung vorzuspielen. Wir brauchen noch ein wenig Bewegungsunschärfe, die man mit der richtigen Belichtungszeit in der Kamera erschaffen kann. So sehen 25 FPS ohne Motion Blur aus und so mit. Je mehr Bilder wir pro Sekunde einfügen, desto weicher wird die Bewegung, aber das kann auch schnell komisch aussehen. Wie viel FPS wir maximal wahrnehmen können, das variiert aber von Person zu Person. Denn unser Sehnerv kann wahrscheinlich enorm viele Bilder pro Sekunde wahrnehmen, aber unser Gehirn nicht alle verarbeiten. Dafür brauchen wir Training. Gamerinnen und Gamer zum Beispiel oder auch Kampfjet-Piloten können mehr FPS wahrnehmen als der Durchschnitt. Deswegen vermutet man, dass der wahre maximale Wert mindestens bei 60, vermutlich aber eher sogar zwischen 120 und 200 FPS liegt. Und was glaubst du? Wie viele Bilder pro Sekunde kannst du sehen?